Passion fürs LKW-Fahren habe ich vom Klang auf. Da bin ich immer als Kind mitgefahren und das hat mich einfach gepackt. Ich bin der Joachim Messel, bin 27 Jahre alt, bin seit 9 Jahren LKW-Fahrer bei uns im Betrieb. In Österreich, Südtirol, in der Schweiz, in der Slowakei. Also das sind so meine Hauptrouten, natürlich auch mit viel Berg. Das ist richtig schön. Ich habe das Glück, dass ich so einen schönen LKW fahren darf, habe mir den selber zusammenstellen dürfen. Bin natürlich stolz auf das. Es gibt eigentlich nichts Schöneres, die anderen machen da Urlaub. Ich darf da arbeiten bzw. Pause machen. Also das ist schon was Schönes. Hinter uns auch der Hochkönig, wie man sieht. In Salzburg sehr bekannter Berg. Also das ist natürlich viel schöner wie auf einer Raststation. Wir haben das Unternehmen im Jahr 97 aus der Taufe gehoben, haben im Jahr 1999 unseren ersten LKW uns angeschafft. Und so beginnt die Ära Transport zur Spedition dazu. Eines unserer wichtigsten Standbeine ist die Glaslogistik, die wir seit mittlerweile 25 Jahren für die Firma Pilkington Austria organisieren und bewerkstelligen dürfen. Und da ist natürlich Ladungssicherung, Schulung der Fahrer existenziell wichtig. Wir liefern die Waren an die Baustellen, die Fahrer müssen das mit Kran teilweise bis zu 10, 12 Meter versetzen. Da muss man aber auch sagen, dass wir da auf unsere Fahrer sehr, sehr stolz sind, weil die natürlich das Tag für Tag handeln müssen und der Fahrer auch das Produkt kennen muss. Zugfahren ist halt einfach, ja, wie wir sagen, die Königsdisziplin. Gerade vorwärts kann ja jeder, rückwärts nicht. Da bist du halt mit dem Hänger doppelt gefordert. Von der Leistung haben wir 480 PS eben, gelenkte, liftbare Nachlaufachse, Rückfahrkamera, Spurhalteassistenten, einmal alles, was DAF zur Verfügung steht, haben wir in dem Auto verbaut. Meine Passion ist auch Motorradfahren, bin ich sehr, sehr gern unterwegs, halt dann auch in die Berg bei uns. Wenn man dann weiter mit dem LKW gefahren ist, dann kann man sich das mit dem Motorrad dann auch nochmal genauer anschauen. Das ist halt auch so ein bisschen Freiheit.